Ein besonderer Abend im kleinen Jeddelo 2 im Ammerland, denn der SSV Jeddelo trifft vor 1250 Zuschauern im Viertelfinale des Niedersachsenpokals auf den VfL Osnabrück. Auf dem Papier sind die Osnabrücker klar im Vorteil. Als Achter der dritten Liga sind sie heute als Favorit angereist. Der SSV Jeddelo kickt derzeit zwar nur als Fünftligist in der Oberliga Niedersachsen, führt dort aber nach 4 Siegen aus 4 Spielen die Tabelle an. Ganz abzuschreiben sind die Ammerländer im Vorfeld also nicht. Osnabrück in Schwarz zu Beginn mit wesentlich mehr Ballbesitz, aber die Chancen bleiben vorerst aus. Tatsächlich ist es der SSV Jeddelo, der in diesem Spiel erste Akzente setzt. In der 10. Minute kommen die Blau-Weißen über die rechte Seite. Ein klasse Passspiel in den Strafraum und da wird es beim Drittligisten zum ersten Mal eng. Auch in der Folge bleibt der SSV dran. Der VfL bleibt in der Anfangsphase mit seinen Aktionen meist in der Jeddeloer Abwehr hängen. In der 20. Minute dann ein Freistoß für den SSV aus guter Position. Florian Stütz versucht's einfach mal direkt und fast steht es hier 1-0 für den Außenseiter. Auf der anderen Seite jetzt aber Osnabrück. Die Flanke von links findet zunächst keinen Abnehmer, kommt dann aber zu Marc Haider und der macht das 0-1 in der 25. Minute. Doch gerade einmal eine Minute später ist der Fünftligist schon wieder im Angriff. Wegener hat hier den Ball und da ist das 1-1 in der 27. Minute. Alles wieder offen, Jeddelo träumt weiter. Anschließend wenig Torraumszenen in der restlichen ersten Halbzeit. Doch bemerkenswert ist, wie Jeddelo hier mitspielt. Beide Mannschaften jetzt auf gleichem Niveau und beide wollen hier das nächste Tor erzielen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann noch einmal die Osnabrücker mit einer Ecke. Und da war sie, die Chance zur erneuten Führung des Drittligisten. Doch Jeddelos Keeper Dennis Evers hält. Unentschieden zur Halbzeit, hier ist heute alles drin. Die zweite Hälfte läuft. Von Osnabrück ist zunächst mehr zu sehen, sie machen jetzt Druck. Jeddelo muss jetzt aufpassen, denn der Drittligist setzt auf schnelle Konter. Es läuft die 70. Minute. Langer Pass in den Lauf von Vriet und jetzt ist Jeddelos Abwehr doch geschlagen. 2-1 steht es für den VfL Osnabrück 20 Minuten vor dem Ende. Die Zeit für Jeddelo wird anschließend langsam knapp. Sie müssen jetzt etwas nach vorne machen, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Ein langer Ball soll's bringen und plötzlich steht Julian Bennert fast alleine vor dem Tor. Die Fans des SSV wollen einen Elfmeter, den gibt es aber nicht. Gegen Ende wird es nochmal ein wenig hitzig auf dem Platz. Unter anderem glaubt der SSV hier ein Handspiel gesehen zu haben. Doch Schiedsrichter Christian Schäper wertet diese Situation zu Recht als kein absichtliches Handspiel. Die Nachspielzeit läuft, Osnabrück noch einmal mit dem Konter und Reimering verwandelt zur Entscheidung. Der SSV Jeddelo verliert den Pokalfight am Ende mit 1-3, kann aber nach einer solchen Leistung sicher stolz sein. Es ist natürlich klar, dass es ein kampfbetontes Spiel wird. Wir müssen über den Kampf kommen. Osnabrück spielt nicht umsonst in der dritten Liga, das ist ganz klar. Das ist eine Profimannschaft. Die sind uns auf den Positionen auch überlegen und von daher müssen wir irgendwie das Quäntchen Glück irgendwie erzwingen und das kann man nur über die Zweikämpfe. Das haben wir heute gut gemacht. Und vielleicht hat uns ganz am Ende noch ein klein bisschen Glück gefehlt. Aber wie gesagt, wir machen einfach weiter. Wir haben 90 Minuten dagegen gehalten. Ich fand, dass wir in Teilen sogar die bessere Mannschaft waren. Und es ist sehr, sehr schade für die Mannschaft, dass wir es nicht geschafft haben. Ich bin unheimlich traurig darüber, weil wir überragend gespielt haben. Ich kann der Mannschaft kaum einen Vorwurf machen. In zwei Situationen geschlafen, das spielt Osnabrück gut aus. Aber wir haben selber die Möglichkeit. Schade. Trotzdem sehr, sehr schön. Schön für Jeddelo so ein Spiel zu haben, aber DFB-Pokal wäre noch geiler. Die Pokalsensation bleibt aus und dennoch mit dieser überzeugenden Leistung im Rücken wünschen wir dem SSV Jeddelo alles Gute für die weitere Oberligasaison.